Hallo und herzlich willkommen zurück. Einen Augenblick. Mein Headset hat sich vertütet mit meinem Controller. Wo geht das denn? Egal. Kümmere ich mich gleich. Ups. Kümmere ich mich gleich drum. Jetzt machen wir erstmal weiter. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Mein Name ist Jones, das ist Spieltipps und so weiter. Die mich nicht kennen, die, denen tut es mir leid, wirklich. Dass ihr mich nicht kennt, das ist eine... Das ist wirklich schade, dass ihr mich nicht kennt, das ist... Wirklich, nein, wirklich. Ich hätte ja... Wenn ich bestimmt außen rumgegangen wäre, wäre ich bestimmt schon weiter. Egal. Leute, wir sind gleich oben. Und können dann eine... Wischen. Eine Wischen. Ich hoffe, ihr wisst, was das heißt, Wischen. Ach so. Doch, das müsste gehen. Danke. So, Leute, das schaffen wir. Interessant. Nein! Ich hoffe, das war jetzt nicht etwas übertrieben. Hallo? Musste ich nur einmal springen? Was soll der Müll denn? Wo muss ich eigentlich hin? Wenn ich jetzt mein Fernrohr rausnehmen könnte, dann würde ich ein Foto machen. Alter, ist das genial. Dieser Ausblick. Dieser brillante Ausblick. Ist das geil? Nicht brillant? Ist das nicht brillant? Zwar sind wir nicht weiter höher, aber ich mache trotzdem ein Foto. Zack, stoppt jemand? Stopp, okay, danke. Und somit haben wir das Spiel durchgespielt. Ha! Da dam, da dam. Dagegen halten. Oder bleiben wir mit dem Hammer. Los! Viel Spaß, doch. Super. Die gute Nachricht ist, wir haben die Welt gerettet. Die schlechte Nachricht ist, dass wir hier sterben werden. Genau wie deine Mutter. Warte. Mutter hat sicher versucht, damit zu fliehen. Wusste aber nicht wie. Die sind aber rot, nicht grün. Wenn dich diese Artefakte immer hierher bringen, was passiert dann, wenn du schon hier bist? Vielleicht landet man dann in der Hölle. Das ist die Hölle. Was ist mit dir? Ich erreiche dich, wenn du die Hand ausstreckst.
Los! Beide zusammen! Ihr wollt mal Freundinnen. Jetzt komm schon. Geschafft. Das ist Nepal. Ding, das Skelett lag da auch in Legend. Geil, wie eine U-Bahn oder sowas. Transport, Teleport, keine Ahnung. Geil, gemacht. Gib mir Excalibur. Leb wohl, Mutter. Ruhe in Frieden. Du auch, Lava. Lava wird in Nepal sterben. Das ist kein Spoiler, das ist so. Hier ist das Ende von Tomb Raider. Die Serie. Versprochen. Sie wird jetzt neu gestartet. Jetzt hätten wir für K. Moment, den Typ kenne ich doch. Den Typ kenne ich doch. Warte, verdammt, den kenne ich. Kenne ich den? Da ist ein Freund von mir, Alex Jones. Der hat schon wieder mitgemacht. Und letztens war er auch dabei. Juhu! Ja, wir gucken mal kurz die Credits. Hat Spaß gemacht, das Let's Play. Vielen Dank an allen, die zugeschaut haben. Ich kann jetzt endlich das Spiel deinstallieren. Habe endlich genügend Speicherplatz. Kann die Festplatte. Nee. Ich kann endlich die Festplatte formatieren. Das habe ich wirklich vorgehabt. Joa, was habe ich noch? Ah nee, wenn ich die Festplatte formatiere, dann habe ich so viel zu tun, aber egal. Egal. Mache ich Anfang des Monats, Ja. Und dann können wir auch, seht ihr mal, mehr alte Let's Games zu Let's Playen. Da Windows 7 irgendwie nicht mal 16-Bit-Anwendungen installiert. Falls jemand eine Lösung hat, schreibt es bitte in den Kommis. Und joa, vielen Dank an allen Zuschauer. Hat Spaß gemacht. Und 16-Bit-Lösung bitte unter den Kommis schreiben. Ich kann das nicht installieren, da steht irgendwie so ein blödes Zeug drauf. Tobi Gard! Interessant, Cinemax-Direktor. Ja. Ich möchte hier nämlich die Tomb Raider-Trilogie Let's Playen. Kann ich aber erst, wenn... Ach Quatsch. Ich möchte Tomb Raider 2 Let's Playen, aber... Ich brauche eine 16-Bit-Anwendung. Das ist eine 16-Bit-Anwendung, also hallo. Wenn jemand mir helfen könnte, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wirklich nett. Dann einfach verfolgt. Und dann, Speichel? Legal entbösen, Mensch. Da steht Johnny Jones. Nicht, tut mir leid. Da, mal gucken, ob ich da stehe. Nein, stehe ich auch noch nicht. Stehe ich verdammt nochmal. Da. Da steht Jones.
Mal gucken. 25% davon denen wurde gefeuert. Der Tomb Raider-Family, Source Bands, Fehlgeschädigung und andere. Hacken auf Tomb Raider, wie konnte. Nix Software. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die noch von Dings. Pass Monkeys. Okay, das ist gut. Das sind jetzt noch die Credits von anderen Games von Tomb Raider Underworld, also für andere Konsolen. Ja. Eigentlich möchte ich jetzt gerne ausmachen. Hallo. Wollen wir jägern? Ja, wollen wir. Ja. Ich habe herzlich an. Oliver 301, der hier Special Guest war für 3 Parts und der Black Tiger Eye. Ja. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal. In Let's Play Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Anniversary. Falls ihr die Let's Plays gucken wollt, dann guckt sie ruhig. Ich lege mein Mikrofon weg. Wir sehen euer Jones als neues Spiel mit Let's Play Tomb Raider Underworld. Und schaut die Credits. Sehr langweilig. Irgendwie lasse ich, glaube ich, beide laufen. Ja, Scherz, ich muss die machen, sonst. Ja. Ich kann ja mal alle auflesen. Ab jetzt. Crime Manager, Jan Roswell, Amorat, Jonza, Animarie, Penalty, Johannes, Laufrey, Alexander, Alexandre, Alexandre, Singer, Alexandre, das schaffe ich nicht. Josef. Paul Gold. Ich jetzt fünf von mir heißt Gordon. Der Spitzname. Ja. Eidos US. Super. Wenn ich die Credits nicht abspiele, dann werde ich hier von. Werden alle meine Videos gelöscht. Von Eidos. So wurde es mir in privaten Nachricht geschrieben. Nein, Scherz. Das ist nicht so hart, das ist Quantics auch nicht. Electronic Arts erst recht nicht. Electronic Arts macht das sogar. Die sind sogar. Die freuen sich sogar, dass wir das machen. Die finden es amüsant, ja. Electronic Arts. Zumindest wurde das mir so berichtigt und so kommt es mir auch vor. Leute! So viele können nicht an ein Game vorbei gearbeitet haben. Ach so. Hey, nochmal zurück. Ich will wissen, wer Lava gespielt hat. Ah ne, Alison Corroll sehe ich gerade. Oder auch nicht. Das sind jetzt hier die Voice Talent. Also die Synchronsprecher. Tobi Guy, das war mir klar. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Ich werde dieses Let's Play, ja, wie soll ich sagen, das Let's Play habe ich schon darauf gewartet und Cut. Danke, das war ein Outtake. Scherz. So, ich sage auf Wiedersehen. Euer Jones ist das nur Spieltipps. Bis zum nächsten Mal. Und die Extras darf ich euch nicht zeigen. Das müsst ihr euch selber freispielen. Also bitte kauft das Spiel, sonst gibt's Ärger. Nein, nicht überschreiben. Und ich sage jetzt tschüss, bis zum... Achso, ich dachte, es waren Trophäen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So. Schön, wieder ein neues Projekt gründen dürfen. Ja, leider zu schnell, finde ich, meine Art. Aber... hat Spaß gemacht. So, was ist unser nächstes? Ich weiß es noch nicht. Herrlich. Projekt fertig. Nächstes. Aber Fragezeichen. Machen wir Vote? Nein, glaube ich nicht. Wir haben ja noch auf der Liste welche. Wo die? Ich
glaube, ich haue alle auf Nebenprojekte außer Prince of Persia. Ja, gut. Joa. Naja. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein mit diesem Video. Das ist... Das Video kam... Ah ja. Falls jemand dieses Video... Ich sag's euch. Dieses Video hochlädt, das ist nicht von Eidos Interactive. Ist es nicht. Das wurde nur... Die haben so dies und das rübergeschickt zu dieser einen Firma und denen haben sie das gemacht und haben die Lizenz für das Game. Aber wir Spieler haben nicht die Lizenz, das hier zu verbreiten. Alles andere schon. Wenn die Teile von Eidos und so kommen, ne? Danke, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Wochenende, Schule, Woche, wie auch immer. Ich bin so schwer, vielleicht wenn es beenden heißt. Ach, das ist so. Und wir sehen uns in Let's Play und so weiter. Nee, will ich schon welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und alle Serie. Und dabei hoffentlich ein Girl an der Guardian of Light. Oder auch nicht. Ja, natürlich beenden. Ciao.